Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Isio und heute möchte ich dir zeigen, wie du mit nur zwei Kurzhanteln zu Hause deine Beine trainieren kannst. Ihr habt das sicherlich sowieso schon mitbekommen, aber ich sag's trotzdem. Auf dem Kanal habe ich bereits Videos abgedreht, wie ihr nur mit zwei Kurzhanteln den gesamten Oberkörper trainieren könnt. Wenn ihr sie noch nicht angeschaut habt, dann holt das doch bitte nach. Ansonsten folgt jetzt Beine und wir starten mit meiner Lieblingsübung für die Beine, nämlich dem rumänischen Kreuzheben. Rumänisches Kreuzheben. Zunächst einmal werde ich euch diese Übung jetzt ohne Gewichte zeigen, so kann ich viel besser erklären, mit den Händen hantieren. Also, wir stellen uns schulterbreit hin, Beine sind leicht angewinkelt, wir haben die Grundposition angenommen, Schulter sind draußen. So, wir sind bereit, haben die Gewichte in den Händen und fangen langsam uns nach vorne zu bewegen. Bei der Bewegung nach vorne achten wir darauf, dass wir nicht in die Beuge gehen, weil das wäre quasi dann schon Knie beugen, sondern wir wollen tatsächlich unsere Hüfte so vorstellen, als ob es eine Türscharniere wäre, die auf und zu geht, auf und zu geht. Also machen wir quasi eine Bewegung nach unten, solange der Körper das zulässt. Wir bewegen uns nach unten und achten darauf, dass unsere Zehenspitzen auf dem Boden bleiben, aber die ganze Lastverteilung unten auf der Ferse ist. Also ihr müsst im Kopf vorstellen, dass die Last hier mit dem Boden, mit der Ferse vom Boden wegdrückt. Also wir bewegen uns nach unten. Der Rücken ist durchgehend gerade, wir machen keinen Buckel. Ich habe schon mal gesagt, ich habe eine Skoliose. Kann durchaus sein, dass es nicht ganz gerade ausschaut, aber macht es genauso. Also Rücken ist gerade, wir bewegen uns nach unten. Blick ist immer gerade gerichtet. Wir schauen nicht zur Seite, nach vorne, sondern tatsächlich irgendwo gerade nach unten. Haben einen Fixpunkt. Und dann bewegen wir uns nach vorne und machen diesen hier. Wir müssen die Hüfte wieder aktivieren quasi. So. Nach unten und wieder nach oben. Und das Ganze jetzt nochmal mit Gewichten. Der Blick ist nach vorne gerichtet. Boom. Boom. Und nochmal von vorne. Da werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel sehen wie von der Seite, aber ich zeige es euch nochmal gern. Die ganze Last ist auf den Fersen. Bei der ersten Übung haben wir jetzt unseren Beinbeuger trainiert, wir haben unseren Po trainiert, wir haben unseren Rücken trainiert und jetzt machen wir was für den Beinstrecker. Dazu machen wir Kniebeugen, halt aber eben heute mit Kurzhanteln. Dazu halten wir die Kurzhanteln dann in der Hand, stellen uns schulterbreit hin, Knie schauen Richtung Zehenspitze, ganz wichtig, Rücken ist gerade, somit haben wir die Startposition eingenommen. Eben die Kurzhanteln in die Hand, halten sie vor der Brust. Mit beiden Händen natürlich und fahren eine Bewegung nach unten an, soweit der Körper das eben zulässt und bewegen uns dann wieder nach oben, wieder nach unten und wieder nach oben. Der Körper ist durchgehend gerade und wir haben unseren Blick nach vorne gerichtet. Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Knie nicht wackeln, sondern stabil in der Position bleiben. Und dass wir mit dem gesamten Fuß drücken. Nicht nur mit der Zehenspitze, nicht nur mit der Ferse, sondern tatsächlich mit dem ganzen Fuß. Natürlich ist hier ein kleiner Nachteil, dass wir nur begrenzt Gewicht nehmen können. Bei einer Langhantelstange können wir deutlich mehr Gewicht draufpacken, als mit einer Kurzhantel hier vorne halten. Aber das ist halt immer noch besser als nichts. Und gerade für Leute, die noch nicht so wirklich vorgeschritten sind oder eventuell tatsächlich Anfänger sind, ist es eine perfekte Übung, um ins Training zu starten. Gehen wir zur nächsten Übung. Die dritte und letzte Übung, die ich heute euch vorstellen möchte, heißt Wadenheben. An sich ist es eine sehr einfache Übung, bei der man gar nicht so viel falsch machen kann. Dennoch zeige ich sie euch. Und wenn wir die gemacht haben, haben wir unsere gesamte Beinpartie abgearbeitet. Zunächst einmal müssen wir die Grundstellung einnehmen, also quasi schulterbreit hinstellen. Beine sind leicht angewinkelt, Rücken ist gerade. Wir nehmen die Kurzhantel in die Hände und bewegen unsere Fersen nach oben, halten oben ganz kurz. Und bewegen wieder nach unten. Nochmal von der Seite. Nach oben bewegen, halten, nach unten bewegen. Wenn man noch eine Erhöhung zu Hause hat, dann kann man sich ruhig auf die Erhöhung hinstellen, draufstellen und dann noch die negative Phase mitnehmen. Wenn man keine hat, dann sollte man das lieber nicht mit Kurzhanteln so machen, so wie ich gerade, weil sonst verliert man ganz schnell das Gleichgewicht, sondern nimmt man nur diese positive Phase. Oben halten, nach unten bewegen. Rücken bleibt gerade, wir schauen nach vorne mal wieder, nach unten bewegen. Allein damit kann man schon ziemlich gut die Waden
belasten. So Freunde, das waren die drei Übungen für die Beine, die ich heute euch zeigen wollte. Und an der Stelle würde mich natürlich wieder mal interessieren, wie trainiert ihr gerade zu Hause Beine oder trainiert ihr überhaupt Beine? Aber hier habe ich immer ein schönes Sprichwort, ohne ein Fundament kannst du kein Haus bauen. Dasselbe ist auch mit unserem Körper. Wenn wir unsere Beine trainieren, können wir keinen krassen Oberkörper aufbauen. Bitte immer dran denken. Und bevor ich das Video beende, vielleicht habt ihr noch in eine Übung, die ich jetzt bei der ganzen Reihe nicht abgedreht habe, aber ihr gern sehen würdet, wie sie funktioniert, worauf muss man achten, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare und dann werde ich das genau so abdrehen für euch. Und solange unsere Tipps, beende ich jetzt einfach das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und wenn das der Fall ist, dann lass mir einen Daumen nach oben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch bitte nach. Ansonsten würde ich mich mega freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleib fit. Ciao, ciao. Building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone, I'm losing control. But I can't let it go cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in